Ja, herzlich willkommen. Schön, dass doch der ein oder andere bei dem schönen Wetter sich in den abgedunkelten Raum hier setzt, um sich meinen Vortrag anzuhören. Es geht um BEEP. BEEP steht für Block Extensible Exchange Protocol. Und ja, ich denke mal, im Laufe des Vortrags wird sich klären, worum es dabei im Detail geht. Das Internet ist auf die Welt gekommen, irgendwann mal, indem HTML-Seiten auf Servern abgelegt wurden, die dann von Browsern geladen wurden. Das Ganze basierte auf dem HTTP-Protokoll. Andere Protokolle sind verwendet worden, um zum Beispiel Dateien herunterzuladen, das FTP-Protokoll oder für das Verschicken der Mail, das SMTP-Protokoll. All diese Protokolle haben eins gemeinsam: es sind Client-Server-Protokolle. Soll heißen, es gibt jemanden, der etwas anfragt an Daten und jemanden, der diese Daten liefert. Das funktioniert in eine Richtung, in die andere funktioniert es nicht. So sind diese Protokolle designed. Im Moment macht das Internet einen Wandel durch, hin zu dem, was man heutzutage unter dem Schlagwort das Internet der Dinge nennt. Das heißt, eine Vielzahl von Geräten wird miteinander vernetzt. Am bekanntesten sind sicherlich die mobilen Endgeräte, wie zum Beispiel Mobiltelefone, Tablets oder die jetzt neu auf den Markt gekommenen sogenannten Wearables, Google Glasses oder Smartwatches. Darüber hinaus wird immer mehr versucht, Sensoren miteinander zu vernetzen. Haustechnik wird vernetzt. Ich möchte diese Haustechnik, also das, was dort diese Sensoren wahrnehmen, auf meinem Smartphone wiedergegeben bekommen, damit ich weiß, ob ich die Herdplatte ausgestellt habe, als ich in Urlaub gefahren bin. Das ist natürlich blöd, wenn ich es nicht vergessen habe, dann möchte ich sie eigentlich auch ausschalten können. Also auch das wäre eine denkbare Möglichkeit für dieses Internet der Dinge, eine Anwendung für dieses Internet der Dinge. Clouds werden miteinander vernetzt. Ich habe eine kleine Wolke mit in die Grafik eingebracht. Die Cloud ist hier allerdings ein bisschen unter ferner Liefen. Das, was sich in dem Kreis befindet, ist sozusagen im Prinzip auch eine Cloud. Datenbanken, Server, die Daten entgegennehmen, verarbeiten, in den Datenbanken speichern oder diese Daten zur Verfügung stellen, mit einer Anbindung ans Internet, die es mir ermöglicht, auf diese Daten zuzugreifen oder Daten hochzuladen. Dieser Wandel des Internets hat einen Einfluss auf die Art und Weise, wie Geräte miteinander kommunizieren. Es ist eben nicht mehr das Client-Server-Protokoll, das hier eine Rolle spielt, sondern eine sogenannte Peer-to-Peer-Kommunikation. Hat jemand schon mal Peer-to-Peer-Kommunikation gehört in irgendwelchen Zusammenhängen? Ja, scheint bekannt zu sein. Das ist es, worum es bei BEEP geht. Wie kann ich eine Peer-to-Peer-Kommunikation zwischen verschiedenen Endgeräten realisieren? Ja, vergessen wir mal, dass wir hier über BEEP reden, womit im Grunde die Lösung einer in Zukunft anstehenden Frage schon vorweggenommen wurde. Bisher war es so, ich habe angefangen zu suchen nach einem Protokoll, um dieses Problem zu lösen. Ich stehe als Entwickler vor dem Problem, also gehe ich hin, schaue mir die Welt an, was gibt es für Protokolle, womit kann ich diese Aufgabe lösen? Weil die Idee, ein eigenes Protokoll zu entwickeln, mir vielleicht doch nicht so behagt. Warum ist das so, dass mir das nicht so behagt? Kommen wir gleich nochmal zu. Zunächst einmal habe ich die Anforderungen an mein Protokoll, das ich für meine Anwendung verwenden will, ein wenig
dargestellt, vereinfacht dargestellt. Es sind vier grundlegende Anforderungen, die am häufigsten vorkommen. Ich möchte in der Regel Funktionen aufrufen auf einem entfernten, ich nenne es mal nicht Server, sondern auf einem Peer, und möchte dabei, das ist der dritte Punkt, Parameter übergeben, also Daten übergeben und ein Ergebnis zurückbekommen. Das sind grundlegende Anforderungen. Diese Anforderungen werden von den meisten Protokollen erfüllt. Die fettgedruckten Punkte Fortschritt und Status. Gut, ich sende einen Befehl an einen Peer. Ich möchte zum Beispiel ein Bild verarbeiten. Dieses dauert ein wenig, je nach Serverkapazität. Und während ich darauf warte, möchte ich sehen, wie weit ist denn meine Bearbeitung. Ich möchte zum Beispiel einen Progressbar darstellen. Das heißt, ich schicke ein Kommando los und bekomme zwischendurch Statusmeldungen. Das Ganze läuft dann unter Multi-Reply, also ein Request, mehrere Antworten. Da wird die Luft dann schon dünn bei bestehenden Protokollen. Die grundlegende Anforderung Peer-to-Peer ist ebenfalls aufgeführt. Die wollen wir auch umsetzen. Wenn ich dann die drei Protokolle ESMTP, also das erweiterte SMTP, FTP und HTTP, die zur Verfügung stehen, die auch einen gewissen Charme haben, denn sie sind relativ einfach und breitflächig verfügbar. Da stehe ich zumindest, was die Multi-Replies und die Peer-to-Peer-Kommunikation angeht, auf dem Schlauch. Schauen wir uns die problematischen Anforderungen ein wenig genauer an. Bei Multi-Reply schicke ich, wie gesagt, ein Kommando los und möchte es überwachen. Ich bekomme Statusmeldungen zurück. Ich möchte diesen Status anzeigen in einem Progressbar. Und der letzte Punkt, den kenne ich aus eigenen Projekten und habe leidvoll erfahren müssen, dass viele Protokolle zwar die Möglichkeit geben, einen Timeout zu setzen, aber wenn das Kommando nicht in der Zeit wieder zurück ist, dann bricht er mit einem Fehler ab. Dabei ist gar kein Fehler aufgetreten, es hat nur ein bisschen länger gedauert. Ich hätte also meine Antwort noch bekommen. Habe ich ein Multi-Reply, kann der ausführende Prozess sagen, pass mal auf, ich arbeite noch, warte noch mal ein bisschen. Und genau das ist hier mit Timeout-Steuern gemeint. In einer Demo-Anwendung, die wir in diesem Zusammenhang geschrieben haben, habe ich einmal die Aufrufe von mehreren Kommandos, die parallel ablaufen, dargestellt. Da wird ein Progressbar angezeigt. Das sieht jetzt wenig dramatisch aus in dieser Form. Was dort abläuft, ist tatsächlich das asynchrone Ausführen von Kommandos, die gebalanced werden auf mehrere Peers und während der Ausführung Statusmeldungen zurückschicken. Das ist also keine Do-While-Schleife, die da läuft, solange bis der Befehl eine Antwort liefert. Ein wenig konkreter, ich hatte ja vorhin die Frage gestellt, Peer-to-Peer ist den meisten bekannt. Noch einmal konkretisiert, bei Peer-to-Peer handelt es sich um eine gleichberechtigte Kommunikation zwischen den Endgeräten. Und zwar so, dass, wenn eine Verbindung besteht, es vollkommen egal ist, welcher von beiden Endgeräten eine Frage stellt und eine Antwort bekommt. Das funktioniert in beiden Richtungen. Hierbei wäre der Begriff Vollduplex-Kommunikation zu nennen, macht das Ganze vielleicht ein wenig greifbarer. Ja, das Internet der Dinge ist im Prinzip ein verteiltes System. Ich habe sehr, sehr viele Knoten innerhalb dieses Netzes, die sich untereinander verständigen müssen. Und eben für solche verteilten Systeme ist eine Peer-to-Peer-Kommunikation, ich sag mal ganz ketzerisch, unumgänglich. Ohne die funktioniert es nicht. Dann noch ein paar Anwendungen zum Thema Client-Server. Oder eine Anwendung, ein Beispiel zum Thema Client-Server. Client-Server ist eine Untermenge von Peer-to-Peer. Wir sprechen über Client-Server und Peer-to-Peer. Aber Client-Server funktioniert auch über ein Peer-to-Peer-Protokoll, umgekehrt allerdings nicht. Ich kann nicht auf Basis eines Client-Server-Protokolls eine Peer-to-Peer-Kommunikation aufbauen.
Da mag der eine oder andere anderer Meinung sein, da komme ich gleich nochmal zu. Wenn ich denn eine Client-Server-Architektur implementiere, habe ich allerdings mit dem Peer-to-Peer-Protokoll die Möglichkeit, Daten zu pushen. Das heißt, ich habe einen Server, auf diesem Server passiert etwas, dort ändert sich was. Ich habe meinetwegen 10 verbundene Client-Applikationen, die über diese Änderungen informiert werden sollen. Da ich nicht nur vom Client fragen kann, sondern auch vom Server meine Clients informieren kann, ist dieses Vorgehen möglich, also ich kann die Daten pushen. Ja, wie gesagt, ich wollte noch etwas zum Thema, man könnte auch mit existierenden Protokollen eine Peer-to-Peer-Kommunikation aufbauen, sagen. Weshalb ich das erwähne, liegt daran, dass ich in diversen Projekten die Erfahrung gemacht habe, dass diese Entscheidung tatsächlich so gefällt wurde. Es wurde gesagt, es gibt ein HTTP-Protokoll, das kriege ich durch jeden Firewall, das muss ich nehmen. Während des Projekts wurde festgestellt, wir haben ein verteiltes System, die müssen irgendwie miteinander voll Duplex kommunizieren. Ja. Die Entscheidung war bereits gefallen, HTTP zu verwenden, ohne dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dass es vielleicht sinnvoll wäre, die Anforderungen ein wenig genauer zu durchdenken. Und dabei herausgekommen ist, dass Client und Server in jedem der in dem Netzwerk vorhandenen Knoten implementiert wurde. Programmtechnisch waren die vollkommen voneinander isoliert. Es wurde sozusagen eine logische Schicht, um diese beiden Verbindungen, es sind ja dann auf jeden Fall 2 Verbindungen notwendig, sofern man dabei HTTP drüber sprechen kann. Und das wurde dann versucht, ja, produktiv zu nutzen, was, ich sag mal gelinde, zu gewissen Problemen geführt hat. Letztendlich wurde viel Zeit und viel Arbeit reingesteckt, um genau dieses Konstrukt zum Laufen zu bringen und am Laufen zu halten. Dabei ist es so charmant auf den ersten Blick. Wie ich schon sagte, es gibt viele Implementierungen für HTTP auf jeder Plattform, sogar auf Mobilgeräten, sogar deshalb, weil Mobilgeräte protokolltechnisch noch ein wenig stiefmütterlich behandelt werden. Das wird sich hoffentlich in Zukunft ändern. Und die Schnittstellen, dieser Satz einfache Schnittstellen, das ist tatsächlich ein Argument gewesen, das ich innerhalb eines Projektes zu hören bekommen habe. Das ist einfach. Ja, was ist einfach? Gut, HTTP ist jetzt nicht besonders komplex. Das, insofern stimmt die Aussage. Das, was denn aber damit gemacht wurde innerhalb dieses Projekts, war alles andere als einfach. Es war zum Schluss kaum noch überschaubar. Aber zunächst stehen Technologieentscheidungen an und diese Argumente werden gebracht. Ja, okay, dann sitze ich in so einer Projektbesprechung, wo über diese Dinge gesprochen wird und hebe meinen Finger und sage, ich habe hier 2 Verbindungen und ich habe bei HTTP eine Verbindung pro Request. Ich habe einen hohen Verwaltungsaufwand für den Kern, den ich sozusagen oder den Mantel, den ich um diesen HTTP-Kern herum programmieren muss, damit ich diese beiden Verbindungen zusammenhalten kann. Und darüber hinaus, ich habe definiert, ich möchte mehrere Antworten pro Request haben, kann ich damit nicht. Gut, könnte man auch irgendwie programmieren, aber da wollen wir gar nicht drüber reden, was das dann nach sich ziehen würde. In dem Fall, dass sich innerhalb des Projekts jemand Gedanken gemacht hat, ich brauche ein Peer-to-Peer-Protokoll, ich brauche eine Voll-Duplex-Kommunikation, ich finde kein Protokoll und meine Client-Server-Protokolle so zu missbrauchen, wie ich es gerade demonstriert oder beschrieben habe, ist eher eine schlechte Idee. Meldet sich garantiert ein ambitionierter Programmierer zu Wort und sagt, dann machen wir doch TCP-IP-Sockets. Jemand schon mal TCP-IP-Sockets programmiert? TCP-IP-Sockets sind eine tolle Sache. Sie sind
weil TCP-basiert, Peer-to-Peer. Das ist eine Peer-to-Peer-Kommunikation, wie sie sozusagen auf die Welt kommt. Der einzige Nachteil ist, am Anfang hatte ich das OSI-Schichtenmodell gezeigt, die Sockets liegen unter dem Anwendungsprotokoll auf der TCP-Ebene. Ich habe das jetzt nicht ganz, ich glaube 5 bis 7 ist die Anwendungsebene und irgendwo darunter liegen die Sockets. Und ganz ketzerisch habe ich diese Folie einfach mal die Socket-Falle genannt. Ich nehme mal an, wie bereits gesagt, die bestehenden Protokolle erfüllen meine Anforderungen nicht. Und TCP-IP-Sockets, das ist eine absolut wahre Aussage, sind flexibel und überall verfügbar. Diese Aussage ist genauso wahr wie die flexibelste Anwendung, die ich habe, ist mein C-Compiler, weil damit kann ich mir alles bauen, was ich möchte. Eventuell habe ich jedoch versäumt, mir zu überlegen, was habe ich denn alles an Anforderungen. Schaue ich mir meine 4 Anforderungen an, die ich erwähnt habe, und überlege mir, kann ich mit Sockets machen, so und so, wird irgendwie gehen. Klasse, kein Problem. Aber möglicherweise habe ich doch nicht alle erwischt. Denn das, was ich dort tue, sobald ich das Internet durchforste, und das machen viele, also ich habe viel nach Sockets gesucht, die Unmengen an Hilfeseiten und Blog-Einträgen und Lösungsrezepten, die es zum Thema Socket-Programmierer auf den Programmierung auf den verschiedensten Plattformen gibt, ist überwältigend. Das wird einen gewissen Grund haben. Denn das, was ich dort mache, sobald ich damit anfange, ist, ich entwickle ein Protokoll, ich entwickle ein Anwendungsprotokoll. Ist grundsätzlich nicht verkehrt. Kann man so machen, wenn man denn ein paar Dinge beachtet. Beachte ich diese nicht, könnte das zu unerwünschten Resultaten führen. Und das ist nicht aus der Luft gezogen. Auch das habe ich in mehr als einem Projekt genauso erlebt. Als Protokoll, es wurde, sage ich mal, ein Entwickler beauftragt und gesagt, pass auf, du musst deine Kommunikation bauen. Es ist kein Budget dafür vorgesehen. Es ist keine Zeit dafür da gewesen. Es musste ganz schnell fertig werden. Und eigentlich hat es keinen so richtig interessiert. Am Ende kann man Glück haben, dass die Anforderungen so gering sind, dass es unproblematisch ist und sich nicht als nicht auswächst zu einem Problem. Oder man hat eben Pech und dann wird das Protokoll zur Schwachstelle im System, zur Quelle von Fehlern und Projektzeiten und Budgets werden gesprengt. Ich muss ständig nachbessern, weil ich neue Anforderungen bekomme von Kunden. Das baue ich dann irgendwie da dran und habe am Ende einen unpflegbaren Code und kann mich sozusagen dann bei Version 3 hinsetzen und für Version 4 komplett auf die grüne Wiese stellen und das ganze Protokoll normal machen, was dann eine teure Tasse Tee ist, wenn man dafür die entsprechenden Entwickler bezahlen muss oder eben Markteinführung von Software verschieben muss. Na gut, worum geht es denn eigentlich dabei? Was habe ich denn jetzt eigentlich vergessen? Ich habe doch alles gesagt, ich habe meine 4 Anforderungen, die will ich programmieren. Also mehr will ich ja gar nicht. Passt ja auch, ist ja, mehr ist da auch nicht zu machen. Wenn ich ein Anwendungsprotokoll entwickle, muss ich mir darüber im Klaren sein, dass auf der Socket-Ebene bestimmte Dinge einfach nicht vorhanden sind, die mir aus anderen Protokollen ans Herz gewachsen sind. Eine sehr offensichtliche Sache ist zum Beispiel, wenn ich eine Nachricht über Sockets verschicke. Geht nicht, es gibt keine Nachricht über Sockets. Es gibt einen Haufen Daten, den ich über Sockets verschicke. Ich muss dann irgendwann sagen, okay, die Nachricht fängt da an und hört da auf. Das ist hier mit Framing gemeint. Encoding, ja, welche Zeichen schicke ich rüber und wie werden sie interpretiert? Auch das sollte ich irgendwann mal festlegen, denn wenn ich zum Beispiel auf unterschiedliche Plattformen gehe, kann das sich durchaus auch unterschiedlich verhalten. Reporting. Es können Fehler auftreten. Damit meine ich keine Programmierfehler. Ich meine, Programmierfehler gibt es nicht.
Aber es könnte sein, dass eine Netzverbindung abbricht, dass jemand den Stecker zieht. Das muss ich irgendwie meiner Anwendung mitteilen. Dieses Verhalten eines Protokolls wird als Reporting bezeichnet. So, jetzt habe ich natürlich nicht nur den Fall, ich schicke einen Befehl los, warte auf die Antwort und das mache ich ein paar Mal hintereinander, sondern ich schicke gleichzeitig aus ein und derselben Anwendung und auf ein und denselben Server aus ganz vielen Anwendungen Nachrichten. Die möchte ich asynchron verarbeiten. Ansonsten würde ich in das Problem laufen, dass der letzte Befehl, der losgeschickt wurde, warten muss, bis alle anderen abgearbeitet werden. Auch eine Geschichte, die im Protokoll verankert wird. Wenn ich mehrere Befehle verarbeite, gibt es durchaus den Fall, dass sie nacheinander verarbeitet werden in Warteschlangen. Das wird als Pipelining bezeichnet. Multiplexing ist im Prinzip ähnlich wie Pipelining, bezieht sich allerdings auf asynchrone Kommandos. Das ist jetzt wiederum optional. Ich meine, wir haben durch die Presse ist ja nun vor nicht allzu langer Zeit der Angriff auf die Privatsphäre von verschiedenen staatlichen Instanzen gegangen. Das heißt, so Dinge wie Verschlüsselung oder Authentifizierung bei der Übertragung von Daten, wenn ich dieses denn im Internet betreibe, ist nicht ganz unwichtig, will ich vielleicht auch in meinem Protokoll haben, ist auf Socket-Ebene nicht da, ebenso die Verschlüsselung. Ja, dann habe ich noch ein paar etwas weichere Kriterien aufgeschrieben, die letztendlich geopfert werden auf dem Altar des Budgets und der Projektzeit. Skalierbarkeit, Effizienz, Einfachheit, Erweiterbarkeit, Robustheit. Ist irgendjemand da, der sich darunter nichts vorstellen kann? Einmal die Hand heben. Keiner, also gehe ich mal davon aus, dass das schon irgendwie ein passendes Bild ergibt. Wenn ich denn die Zeit habe, mich um diese Dinge zu kümmern, kommt sowas dabei raus, wie wir hier auf dem Bild sehen. Das ist jetzt so ein bisschen modellhaft dargestellt, weil man Programmcode in dieser Form schlecht dokumentieren kann. Mache ich das nicht, könnte unter Umständen so etwas dabei rauskommen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie müssen da irgendwie ein Kabel finden. Wohl eher eine unlösbare Aufgabe. Gut, wir haben bestehende Protokolle. Funktioniert nicht so richtig für das, was wir machen wollen. Wir haben Sockets, haben festgestellt, könnte man so machen, ist aber jede Menge Arbeit. Die Lösung dafür, gut, es geht hier um Beep, also würde ich mal behaupten, dass Beep da durchaus in diese Lücke passt. Also kommen wir entsprechend dazu. Beep steht für Block Extensible Exchange Protocol. Zwischen 98 und 2000 haben sich Herr Malamud und Herr Rose hingesetzt, weil sie genau vor diesem Problem immer wieder standen. Also Herr Rose war bei der Internet Engineering Task Force tätig und hat sich sehr viel mit Netzwerken beschäftigt, hatte auch seine Finger in Corba drin, was ihn allerdings auch nicht davon abgehalten hat, sich bezüglich Corba nicht unbedingt immer positiv zu äußern. Und diese Probleme sind einfach ihr täglich Brot gewesen. Also haben sie sich die beiden hingesetzt und haben überlegt, wie könnte man die ganzen Lösungen für diese Probleme in ein kohärentes Framework einbauen, sodass ich die Flexibilität, die ich auf Socket-Ebene nicht einbüße, weil ich zu starr bin im Protokoll, mich aber um so Dinge wie Framing, Multiplexing, Asynchronität und so weiter nicht weiter kümmern muss, sondern es einfach benutzen kann. Deswegen der Baukasten. 2000 wurde der Vorgänger von Beep, der als BXXP bekannt wurde oder eben auch nicht so sehr bekannt wurde, an die Internet Engineering Task Force übergeben, die dann daraus 2001 die RFC 3080, die das Beep-Protokoll an sich unabhängig vom Transport definiert, veröffentlicht, und die RFC 3081, die Beep über TCP definiert. Das sind die beiden
RFCs, die hier von Bedeutung sind. Das ist also ein offener Standard, von dem wir hier reden. Nichtsdestotrotz, wenn ich damit arbeiten will, muss ich das natürlich irgendwie implementieren. Zum Glück gibt es einige Implementierungen, die auch alle, wie sie dort stehen, Open Source sind. Und was die Vortex Library angeht, die den Beep Core und einige der zusätzlich definierten Profile, sage ich später noch was zu, definiert, ist auch ein professioneller Support verfügbar. Nicht ganz unwichtig, wenn man in größeren Projekten eine solche Open-Source-Software einsetzen möchte. BeepFP ist ein Free Pascal-Binding der Vortex-Library, Beep for Java. Gut, ist halt der Beep-Core auf Java-Basis implementiert, da es in Java immer ein wenig problematisch ist. Also man muss dazu sagen, das hatte ich nicht erwähnt, die Vortex-Library ist eine C-Library. Die kann man zwar in Java irgendwie einbinden, aber die meisten Java-Entwickler möchten dann doch lieber etwas haben, was rein Java ist. Das ist mit Beep for Java auch vorhanden, wird auch aktiv gepflegt. Ich habe die ganzen Projekte, die nicht mehr aktiv gepflegt sind, hier auch nicht aufgeführt. Eine sehr interessante Implementierung, finde ich, ist JS Vortex, eine JavaScript-Implementierung des Beep Cores, die mir eine Kommunikation direkt aus dem Browser via Beep ermöglicht. Unter Umständen auch etwas, was sehr stark in diese Vernetzung der Dinge geht. Ein Baukasten für Protokolle. Beep ist ein Baukasten für Protokolle. Hier habe ich noch einmal mit Lego-Steinchen die Begriffe aufgeführt, die ich vorhin auf einer anderen Folie erklärt habe. Aber Beep ist nicht die Lösung für alles. Soll es auch gar nicht sein. Beep ist definiert, um verbindungsorientierte, also TCP-basierte Protokolle zu implementieren. UDP-basierte Protokolle sind überhaupt nicht berücksichtigt. Es ist ein Request-Response-Model zugrunde gelegt. Ich frage etwas, bekomme eine Antwort. Auch eine gültige Herangehensweise für die meisten Protokolle, also keine allzu große Einschränkung. Und es sind asynchrone Requests vorgesehen. Ich kann mich also dann auf die eigentliche Aufgabe, wenn ich Beep verwende, konzentrieren, die in meinem Protokoll realisiert werden soll für das System, das ich baue, und muss mich nicht mit den Standardfunktionen eines Anwendungsprotokolls herumschlagen. Wie hängen diese Dinge zusammen? Oder wir gehen jetzt ein bisschen in die Interna von Beep. Die Übersichtsgrafik zeigt, es gibt Dinge, das zeigt auch die Überschrift, Profile und Kanäle. Ein Profil ist im Prinzip eine modulare Implementierung auf Basis des Beep Cores, die, ja, ich setze es mal analog, wenn ich mit Sockets arbeite, muss ich ein Protokoll implementieren. Wenn ich mit Beep arbeite, muss ich ein Profil implementieren, um das zu tun, was ich möchte. Wenn man Internetforen zu Beep liest, findet man häufig Aussagen darüber, wie funktioniert das alles mit Beep, das macht ja gar nicht, was ich möchte. Es wird häufig übersehen, da muss man tatsächlich sagen, da sind auch die Informationen, die man über Beep findet, ein wenig lückenhaft, da muss man etwas zwischen den Zeilen lesen. Ich muss immer noch etwas tun, ich muss ein Profil implementieren. Ich kann nicht einfach Beep nehmen und sagen, ich habe meine Peers, da installiere ich Beep und dann kommunizieren die miteinander. Funktioniert nicht. Ohne Profil ist Beep tatsächlich nur ein reiner Baukasten. Schön ist, dass wenn ich denn hier symbolisiert durch den gelben Balken einen einzigen TCP-IP-Port habe, kann ich diverse Profile damit versorgen. Ich kann also Anwendungen entwickeln, die verschiedene Dienste, die dazu installiert werden können oder herausgenommen werden können, über einen einzigen Port betreiben, was natürlich Firewall-Konfigurationen erheblich vereinfacht. Ach, das hatte ich einmal kurz einen Gedankenschwenk zurück zu HTTP. Ein Argument für HTTP ist immer, das ist in Firewalls ja schon offen, da komme ich immer problemlos durch. Wenn ich natürlich in beide Richtungen kommuniziere,
dann funktioniert es in der Regel auch wieder nicht, weil HTTP immer nur in eine Richtung offen ist. Nichtsdestotrotz, wenn ich schon einen Firewall konfigurieren muss, dann sollten das zumindest nicht ganz so viele Ports sein, die ich da eintragen muss, weil das ist dann fehleranfällig. Hier geht alles über einen Port und dahinter baut sich dann die modulare Architektur von Beep auf. Channel 0, Kanäle sind schlicht und ergreifend, könnte man sagen, Queues oder Pipelines. Die werden dynamisch erzeugt, wenn ich eine Verbindung aufgebaut habe und werden mit einem jeweiligen Profil zugeordnet. Also ich stelle eine Anfrage über Beep, sage, mach mir einen Kanal auf und verbinde den mit dem und dem Profil, dann kann ich den Dienst nutzen. Wenn ich das parallelisieren möchte, mache ich halt noch einen Kanal auf. Channel 0 hat eine Sonderfunktion, das ist ein Verwaltungschannel in Beep, mit dem eben zum Beispiel Kanäle geöffnet werden. Auch nochmal ein bisschen interner, wie eine Beep-Session abläuft. Links und rechts ein Peer, die sind miteinander verbunden. Die schwarzen Pfeile oben und unten, das ist das sogenannte Greeting. Eine Beep-Verbindung wird aufgebaut. Es werden Informationen darüber ausgetauscht, welche Profile werden von welchem Peer unterstützt. Es gibt weitere Informationen, die optional sind, die Reporting-Sprache, wie werden Fehler dargestellt oder eben optionale Features, die vorhanden sind oder eben nicht. Damit sind beide Peers darüber informiert, was habe ich denn da, mit wem rede ich denn eigentlich da, was kann ich da eigentlich anfragen. Die unteren schwarzen Pfeile schließen den Channel 0. Channel 0 schließen heißt, Beep Session ist beendet, die Verbindung wird aufgelöst. Dazwischen kann ich einige Dinge machen, die mir mit vielen Protokollen schon an sich schwer fallen, die in Beep aber da sind, unabhängig davon, was das Profil macht. Ganz einfach von links nach rechts und von rechts nach links eine Anfrage stellen und eine Antwort bekommen. Single Call, Single Answer in beide Richtungen, Voll-Duplex-Kommunikation. Oder eben etwas weiter unten dargestellt, ich stelle eine Anfrage, die etwas dünneren Pfeile sagen, eine Antwort, noch eine Antwort, noch eine Antwort. Das kann ich beliebig fortführen, bis ich eine Nachricht bekomme. So, das war jetzt das Ende der Nachricht. Und dann wiederum im unteren Teil ein wenig gemischte, bunte Farben. Jede dieser bunten Farben stellt einen anderen Kanal dar und die sind tatsächlich bunt gemischt. Ich schicke Nachrichten von der einen Seite, von der anderen Seite, dann gehen die Antworten kreuz und quer zurück. So etwas auf Basis von Sockets zu implementieren, ist schon eine gewisse Herausforderung. Habe ich im Beep aber alles dabei. Profile. Wie gesagt, das Profil, um das dreht sich alles in Beep, muss ich implementieren. Oder aber, anstatt zu sagen, ich gucke mir bestehende Protokolle an, kann ich mir auch bestehende Profile ansehen. Es ist einiges definiert für Beep. Unter anderem Reliable Syslog. Syslog-Protokoll ist, denke ich, bekannt. Auch dafür gibt es entsprechende RFCs, die das eben auf Beep-Basis definieren. Es gibt XML-RPC. Darüber werde ich auch gleich noch ein Beispiel. Dazu werde ich gleich noch ein Beispiel machen. SOAP. Kennt jemand SOAP? Simple Object, wie hieß das? Access-Protokoll oder so. Sehr beliebt auch bei Webdiensten, Webservices. Kann man auch über Beep betreiben. Beep ist der Transportlayer. SOAP ist das, sind die Daten, die ich da rüberschicke. Auch das ist über einen Standard-RFC definiert. Das Tunnel-Profile, NetConf, weitere Beispiele. Und, ganz wichtige Geschichte, Sicherheit, SASL und TLS, um Daten zu verschlüsseln. Ja, die Aussagen, die haben Sie sicherlich alle gelesen. Das Profil muss entwickelt werden, wie gesagt, und das ist, behaupte ich einfach, nicht so kompliziert, wie ein ganzes Protokoll zu entwickeln. Und es gibt andere, es gibt vorhandene Profile. Nehmen wir mal ein vorhandenes.
XML RPC. RPC, Remote Procedure Call, ich möchte eine Funktion aufrufen auf einem Server, ich möchte Daten übergeben, ich möchte eine Antwort zurückbekommen. Der Aufwand, ein eigenes Profil zu entwickeln, lohnt sich für meine Anforderungen nicht, also schaue ich mir das an. Schön ist, dass die Vortex Open Source Implementierung die Implementierung vom XML RPC bereits mitbringt, inklusive eines Tools zum Kompilieren von IDL-Files. IDL, ja, wer hat schon mal Korba gemacht? Wer Korba gemacht hat, kennt das. Das ist die Interface Definition Language. Damit lege ich fest, wie meine Kommunikation aussehen soll. Das wird kompiliert. Es wird automatisch Code erzeugt. Sowohl Client und Server, Stub und Skeleton sind da Begriffe, die da eine Rolle spielen. Auch hier in XML RPC ist das definiert. Ich möchte aber an dieser Stelle sagen, XML RPC ist nicht Korba. Das ist unten in der Tabelle auch nochmal dargestellt. Einige Eigenschaften, die vorteilhaft sind, auch wenn ich XML RPC verwende, weshalb ich XML RPC über BEEP verwenden sollte, ist, ich habe im Gegensatz zu Korba keine Middleware. Ich habe ein Projekt gemacht vor einigen Jahren, wo es sehr auf Verfügbarkeit ankam. Wir haben redundante Prozesse gebaut und hochverfügbare Systeme implementiert. Und immer wenn die Middleware aus irgendwelchen Gründen sich zufällig beendet hatte, funktionierte die ganze Kommunikation nicht mehr. Deswegen wollen wir die an dieser Stelle nicht haben. Die ist auch nur in Korba vorhanden, in HTTP natürlich nicht. Die Full-Duplex-Kommunikation, wie bereits ausgeführt, ist in BEEP vorhanden. Das ist tatsächlich so. Sobald ich eine Verbindung etabliert habe, kann ich XML-RPC in beide Richtungen machen. Ich kann auch meinen Client, und nenne ihn jetzt mal doch mal Client, aufrufen. Verschlüsselung in HTTP vorhanden, in Korba. Wer Korba gemacht hat, wird vielleicht widersprechen. Es gibt Verschlüsselungen in Korba. Aber jede Implementierung von Korba hatte seine eigene und damit waren die auch nie so richtig kompatibel. Deswegen habe ich sie hier einfach mal als nicht vorhanden markiert. Der letzte Punkt, der ist ein bisschen erklärungsbedürftig, das sogenannte HOL-Blocking. HOL-Blocking, Head-of-Line-Blocking, kann man sich vorstellen, wenn man an der Kasse steht, der zwei Wagen vorne davor steht, hat einen riesen Einkaufswagen voll mit ganz vielen Kleinteilen und braucht ewig, bis der fertig ist. Und so lange muss man warten. Wenn das in einer Queue passiert, dann warten die anstehenden Befehle und es kommt zu einer Verzögerung, zum Beispiel in der Bedienung der Anwendung. BEEP, und das ist eben etwas, wenn ich mir die Protokolle nur von außen betrachte und solche Dinge nicht in Betracht ziehe, was leicht übersehen wird, verfügt über einen Framing-Mechanismus, der dafür sorgt, dass derjenige mit dem vollen Einkaufswagen nur immer ein bisschen auf seinen Band packt und jeder andere dann dazwischen was packt, sodass das dann entsprechend parallel abgearbeitet wird quasi und ich dadurch verhindere, dass ein Blocking entsteht. Also wie gesagt, HOL-Blocking ist in vielen Protokollen ein gängiges Problem. So, habe ich was vergessen? Nein. So, kommen wir zum Beispiel. Ich möchte ein Programm schreiben, das aus einem Server, aus einem RPC-Server und einem Client besteht und eine Funktion auf dem Server aufgerufen wird. Aus Zeitgründen machen wir das Ganze mal relativ einfach. Aber bevor ich loslegen kann, muss ich Vortex installieren. Da kommt ein anderes Paket ins Spiel, das ist AXL. AXL ist eine XML 1.0-Implementierung. Mir ist vollkommen bewusst, dass zurzeit die Meinung vorherrscht, XML wäre langsam, wäre träge oder auch viel zu aufgeblasen. Dem muss ich widersprechen. Wenn man XML an sich betrachtet, ist es einfach nur ein leicht parsbares, gut strukturiertes Datenformat. Das, was langsam ist, sind die Parser und die Generatoren
und die Unmengen an Features, die über die Zeit reingewachsen sind in XML. AXL ist eine reine XML 1.0-Implementierung ohne Styles, DTDs oder Query-Funktionen oder XParse oder was auch immer da irgendwann mal existieren sollte. Nur XML 1.0. Das Ganze ist hochgradig optimiert im Hinblick auf Speicher und auf Geschwindigkeit. Darauf setzt eine interne Kommunikation von Beep auf. Deswegen muss es installiert werden. Ist auch Open Source, kann ich mir runterladen, kann ich installieren. Das zeige ich jetzt hier nicht. Ich werde Linux verwenden für das Beispiel. Die Pakete werden installiert, so wie es im README steht, mit Configure, Make, Install. Also nichts Großartiges. Das gleiche auch mit Vortex. Lädt man sich runter, entpacken, führt die drei Befehle aus. Und schon ist man so weit, dass man zwei Werte addieren kann. Genau das wollen wir hier machen. Wir wollen ein IDL schreiben, das eine Funktion beschreibt, die zwei Werte addiert. Nicht, weil das was besonders Tolles ist, sondern weil das so schön einfach ist für ein Beispiel. Ein IDL-Interface kann durchaus komplex werden. Dafür stehen mir Datentypen, Basisdatentypen wie Boolean, Float, Integer, String und so weiter zur Verfügung. Aber was eben auch sehr wichtig ist für komplexe Datentypen, die Möglichkeit, neue Datentypen mithilfe von Records oder in diesem Fall Structs zu erzeugen und diese in Arrays verschachtelt zu organisieren. Mit dem Mechanismus kann ich praktisch objektorientiert in Anführungsstrichen arbeiten, wenn ich komplexe Datentypen habe, kann ich damit so ziemlich alles modellieren, was ich brauche. Meine IDL-Datei auch eben entsprechend simpel, der Code A plus B return ist auch enthalten. Also das, was die Funktion letztendlich macht, ist eingebettet. Das muss ich nicht später dazu programmieren. Das wird automatisch vom Code-Generator verwendet. Die speichere ich mir ab und da will ich jetzt mit loslegen. Hier ist sie nochmal, die Datei. Die heißt sum.idl. Schön auf der Kommandozeile rufe ich jetzt das Tool auf, das mit Vortex installiert wurde. XML-RPC-Gen. Einmal ohne Parameter, dann bekomme ich die Hilfe, dann mit Parameter und es werden mir eine Reihe von Dateien erzeugt, die in einem Out-Verzeichnis liegen. In dem Out-Verzeichnis finde ich wiederum zwei Unterverzeichnisse, Client-Test und Server-Test. Test ist der Name, den ich für das Interface gewählt habe, der stand für diejenigen, die das so schnell lesen konnten, in der IDL-Datei. So, jetzt gehe ich in den Server und kompiliere den. Autogen.sh wird automatisch erzeugt von XMLgen und dann kann ich ein Make durchführen und habe eine Exe, oder ich glaube auf Linux halt eine ausführbare Datei, also ein Executable erzeugt. Mein Server ist fertig, ich muss nichts mehr machen, ich muss nichts editieren, ich kann den so starten und verwenden, hoffentlich. So, der Client ist aber jetzt nicht der Client, klar, der weiß ja nicht, was ich damit machen will, sondern es wird eine Client-Bibliothek erzeugt, die ich dann mit Make und Make-Install auf meinem System so hinterlege, dass ich sie bei der Entwicklung verwenden kann. Wenn ich sie verwende, muss ich sie einbinden. Es gibt eine Datei, die heißt interface-xml-rpc.h. Interface ist der Interface-Name, in unserem Fall Test. Dann baue ich eine Beep-Verbindung auf, verwende die Datei und beende die Verbindung wieder, wenn ich sie nicht mehr brauche. Das ist so grob gesagt das Vorgehen. Das Schöne bei Beep ist, es gibt ja ein SASL- und TLS-Profil, das bereits vorhanden ist. Also kann ich das nehmen und meine Beep-Verbindung über diese Verschlüsselung sichern, wenn ich es möchte. Es ist optional, es ist ja ein Baukasten. So, für diejenigen, die schnell C-Code lesen können, das ist der Client. Diese beiden Funktionen initialisieren die Verbindung, die Beep-Verbindung
und bauen sie wieder ab. Also 3-4 Befehle. Und in der Main-Funktion rufe ich meine Funktion auf. Die heißt hier nicht mehr Sum, sondern die heißt hier Sum. Test, das ist der Interface-Name, Sum, und dann kommen die Parametertypen und dann nochmal ein S hinten dran. Diese Namensgebung wird gewählt, um eine Eindeutigkeit zu gewährleisten, wenn ich denn Funktionen mit dem gleichen Namen in meinem Interface definiere. Das ist sozusagen eine Art Überladungsmechanismus. Dann rufe ich die Funktion auf, addiere 3 und 4, prüfe, ob das Ergebnis 7 ist, und wenn das der Fall ist, dann wird wohl alles schon richtig gewesen sein. Diese Datei, hier ist sie nochmal, da wird auch nochmal die Funktion gezeigt, die in der Bibliothek, die automatisch generiert wurde, erzeugt ist. ClientUp.c habe ich sie genannt, dann mit einem Aufruf vom GCC. Kompiliere ich sie. Jetzt rufe ich den Client auf. Mal sehen, was passiert. Ich bekomme eine Fehlermeldung. Server ist möglicherweise nicht gestartet. Ist er auch nicht. Haben wir nicht gemacht. Mache ich jetzt, ziehe ich jetzt nach im unteren Fenster. Wird jetzt der Server gestartet. Und probiere es nochmal aus. Immer noch ein Fehler. Jo, das ist jetzt allerdings ein Fehler, der bei diesem Beispiel über der Tastatur lag. Erstens war meine Fehlermeldung falsch, da steht nämlich 44.000 drin, ich verwende aber den Port 45.000. Das kann ich auf meinem Server in der conf.xml-Datei prüfen, ob ich denn auch tatsächlich auf dem Server da bin. Nö, bin ich nicht, der läuft noch auf 44.000. Das ändere ich und versuche es nochmal. Und so wie ich das sehe, wird es auch gleich funktionieren. Ich habe mir das schon ein paar Mal angeguckt, deswegen weiß ich das. Jo, klappt. Ja, soweit so gut. Ich habe mit wenigen Zeilen Code eine Client-Bibliothek entwickelt, einen Server, ich habe eine Peer-to-Peer-Netzwerkkommunikation aufgebaut und könnte dieses Beispiel also erheblich erweitern und eine bidirektionale Verbindung aufbauen. Ich denke, das ist für eine solche Bibliothek schon ein durchaus mächtiger Funktionsumfang. Sollte mir das nun trotzdem nicht reichen, kann ich immer noch ein eigenes Profil entwickeln. Da kann ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil das wird dann etwas schwieriger. Ich möchte aber noch darauf hinweisen, dass es ein BEEP-basiertes Produkt gibt, das ganz zufällig von meiner Firma stammt. Das heißt TML. TML steht für The Missing Link. Und was BEEP für Protokolle ist, ist TML für Profile. Dort sind viele Dinge, die ich eventuell benötige für meine Kommunikation, schon vorhanden. Zum Beispiel Events, also eine Point-to-Multipoint-Kommunikation, die ich ja mit Peer-to-Peer realisieren kann. Ich kann Streams übertragen mit TML. Single-Call-Multiple-Answer, ganz klar, ist drin. Load-Balancing ist drin, wenn ich einen Server habe, der von außen vom Internet sehr viele Fragen beantworten muss. Zum Beispiel, ich bin mit meiner App unglaublich erfolgreich und muss jetzt die ganzen Anfragen mit Multimedia-Daten, weil die Leute mir ihre Fotos schicken, ständig bearbeiten, dann reicht ein Server nicht. Das kann ich dann über ein Load Balancing hier auf Protokollebene realisieren. Darüber hinaus bietet TML einen Zusatz, beziehungsweise TML basiert im Prinzip darauf. Das ist SIDEX, das ist das Simple Data Exchange Format, eine XML-basierte Geschichte. Muss man sich vorstellen, wer hat schon mal mit JSON gearbeitet? Im Prinzip geht es in die Richtung. Wir haben uns JSON in Projekten angeschaut
und sind eben zu dem Schluss gekommen, das ist eine tolle Sache. Die Daten sind typisiert. Wenn ich einen String reinstecke, bekomme ich einen String raus. Allerdings nicht in letzter Konsequenz. Wenn ich mit PHP gearbeitet habe, hatte ich eine Differenz zwischen assoziativen Arrays und Listen und Dictionaries, die ich nicht sauber auflösen konnte. Da hatte ich einen Konflikt. Wenn ich mit Datenbanken arbeite, habe ich einen Date-Time, den ich verarbeiten muss, der in JavaScript bzw. in JSON nicht so definiert ist, wie es notwendig wäre, um Konflikte zu vermeiden. Deswegen nehme ich einen String, führt häufig zu Problemen. All diese Dinge, die aus den Projekten stammen, haben wir in CDEX gelöst. Und zukünftig, weil JSON halt doch das Format der Zukunft wohl ist, werden wir auch diese Erfahrung in ein JSON-basiertes Format aufgehen lassen, sodass wir die Typinformation ebenfalls mit übertragen. Und das ist letztendlich der Kern der Geschichte. Typ wird mit übertragen, Encoding wird mit übertragen, sodass die jeweiligen Stellen sich darüber austauschen können. Gut, das ist TML CDEX. Wen das jetzt weiterhin interessiert und wer mehr Informationen dazu haben möchte, der kann sich auf der Seite www.beepcore.org umsehen. Das ist die zentrale Seite, auf der Informationen über Implementierung, Beep-basierte Produkte, aber auch Artikel von Marshall Rose zu finden sind. Der übrigens auch ein Buch geschrieben hat, das Beep, The Definite Guide, also eine typische O'Reilly-Titel. Sehr schönes Buch für mehr Details zum Thema Protokolldesign. Also der Anhang ist vor allen Dingen da in diesem Bezug sehr zu empfehlen, wo Herr Rose viel über seine Erfahrungen in diesem Bereich erzählt. Die Vortex Library ist zu finden unter der ASPL, also Advanced Software Production Line, Webseite mit dem ES Extension, also es ist eine spanische Firma, zu finden. Dort kann man sie downloaden, da liegt die Dokumentation, da findet man Tonnen an Informationen, aber eben auch Foren und Mailinglisten, die eben auch für Beep sind sie auf beepcore.org. Interessanterweise, wenn man sich auf beepcore.org registriert und Fragen zu Beep stellt, dann wird häufig auch ein Mitarbeiter von ASPL auf diese antworten, weil die ja sehr aktiv sind als diejenigen, die halt diese doch sehr wichtige Implementierung herausgebracht haben. Last but not least, unsere Webseite tml-software.com. Dort gibt es Informationen zum Thema TML CDEX. So, jetzt haben wir auch noch 5 Minuten haben wir noch ungefähr. Ich bin am Ende mit meinem Vortrag und gibt es dazu Fragen? Kurz, um das noch einmal an der Stelle dann nochmal klar zu haben. Ich brauche die XML-Implementierung und dergleichen für die Profile, das heißt beim Entwickeln der Anwendung, wenn ich also das Profil entwickle und mit dem Profil die Anwendung erstelle. Aber ich brauche später nur die Vortex-Libraries, die Client und die... Die XML-Implementierung AXL? Ja. Wird für interne Funktionen von Vortex genutzt. Deswegen muss sie immer da sein. Also ich brauche sie, um die Vortex-Library zu kompilieren. Ich muss beide Pakete in der Reihenfolge auch installieren. Ja. Sonst würde sich die Vortex-Library beim Installieren darüber beschweren, dass sie die AXL-Library nicht findet. Okay. Also das ist also beides jeweils immer Bestandteil. Ich habe jetzt nicht am Ende eine Bibliothek, die alleine steht, die also einmal entwickelt wurde, die alleine steht, die ich dann eben auf den Client bringe und die dann eben alles beinhaltet, was also das Protokoll letztlich dann eben einmal ausmacht. Ja, ich habe das Protokoll immer über das Profil definiert. Das ist, also ich habe immer das Profil immer daneben liegen und das definiert mir dann eben auch auf dem Client dann jeweils immer das Protokoll. Wenn die Anwendung kompiliert, bin ich fertig. Wenn die Anwendung kompiliert ist, habe ich Shared Libraries, die ich damit ausliefern muss, für Vortex und für AXL, und ich brauche beide. Also auch für die Anwendung brauche ich beide Bibliotheken.
Weitere Fragen? Gut. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ja, wünsche noch viel Spaß auf dem Kieler Open Source und Linux Tag.